Einen wunderschönen guten Abend, Freunde. Wir sind hier wieder in Lustfiske-Paradiese. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Wir haben uns jetzt Karte für 2 Stunden geholt und hoffen, dass wir in diesen 2 Stunden so richtig abräumen können hier. Wir haben gerade eben noch mit einem Vereinsmitglied gesprochen und er hat gemeint, ja, heute Morgen waren schon welche da, allerdings weiß ich nicht, was die da alles rausgeholt haben. Ja? Deswegen, wir wissen nicht, ob noch genug Fische drin sind. Umso interessanter ist es natürlich und ich freue mich jetzt schon. Ich mache wieder Raindrop drauf und bin mal gespannt, was der Raindrop mir alles bringt. Der Andreas hat sich wieder in den Aktivka verliebt. Er macht jetzt seine Runde nur noch mit Aktivka. Das ist Wahnsinn eigentlich. Ne? Aber wie gesagt, wir haben nicht mehr so viel Zeit. Wir haben jetzt ungefähr knapp 2 Stunden und dann wird es doch sehr, sehr dunkel. Deswegen verlieren wir keine Zeit und legen gleich los. Wieder am Rand. Und wieder hier am Rande, Freunde. Gerade eben einen Schwall gesehen. Die Fische stehen einfach am Rand, warum auch immer. Oh, Andreas! Ich hab eine. Ja, aber nicht so groß. Das ist kein großer Fisch. Raindrop grün und orange, Andreas. Der Blinker mit den 4 Löchern. Hey, mit den 3 Löchern, sorry. So, jetzt gucken wir mal, was das ist. Ich würde mir auch wünschen, dass es mal ein Saibling wäre oder so. Saibling wäre auch klasse. So, Freunde. Da ist er. Da ist der schöne Fisch. Jawohl. Im Kescher. Was soll ich sagen, Freunde? Keine 5 Minuten am Wasser und der Raindrop hat wieder seine Arbeit gut geleistet. Wow. Ein wunderschöner Lachs, so 1200 Gramm. Also Fische sind hier auf jeden Fall drin. Aber die sind irgendwie genervt, so wie es aussieht. Bisschen. So. Okay, ja, die stehen am Rand. Die stehen einfach am Rand. Man muss einfach die Ufer Bereiche intensiv abfischen. Aber warum stehen sie am Rand? Andreas, hast du das Eck hier probiert? Ja, 2, 3 Würfe habe ich gemacht. Okay. Ja, ja. Meine ist doch relativ gedeckt. Okay. Ja, ich probiere es jetzt. Ganz so knallig. Ja, aber vielleicht wollen sie ja gar keine Knallfarbe. Ich weiß ja nicht, wir gucken jetzt. Ja, also Fische sind auf jeden Fall da. Ich probiere mal hier, Freunde. Andreas hat auch direkt vor den Füßen einen riesen Schwall gesehen jetzt. Also die sind auch schöne große Fische drin. Ich habe jetzt eine so von circa 3 Kilo gesehen. Ganz langsam weggeschwommen. Andreas, erster Wurf hier. Ja, Raindrop. Sind das spritzige Fische, Freunde. Macht mega Spaß. Nein, ich habe sie nicht gesehen, aber sie hängt jetzt im Kraut. Okay, der Fisch ist frei. Der hat sich im Kraut. Ach. Also Freunde, es ist echt schwer. Oh, im Kescher. Er hat sich ums Kraut gewickelt. Aber ich habe ihn doch rausbekommen. Ist das nicht klasse, Freunde, oder? Ich habe zum Andreas gesagt, Andreas, ich gehe auf den anderen See jetzt, dort probieren und habe hier den letzten Wurf gemacht. Und es hat sofort funktioniert. Und schaut mal, dieser Fisch war schon beim Reiher im Maul oder sogar beim Kormoran, man weiß es nicht. So 1500 Gramm Forelle. Wow, Raindrop. Na gut, Freunde, probieren wir es noch einmal, ja? Es hat ja super, super, super gut geklappt.
Also es sind keine Attacken. Die Fische laufen einfach nur rein. Einfach nur gemütlich reinlaufen. Na, aber im Prinzip ist das ja egal, wie die Fische beißen, ja. So lerne sie auf den Spoon reagieren und ich kann sie rausholen, also ans Land rausholen, dann ist ja alles gut, ja. Klar, man vermisst natürlich diese ganz aggressiven Attacken, bam, sitzt, ja. Das ist natürlich klasse, aber vielleicht kommt ja noch. Man sieht, ja, also es hat angefangen ganz leicht zu nieseln und ja. Aber vielleicht mit dem Regen kommen jetzt auch die Forellen. Ich meine, ich habe da was gesehen. Jawohl. Sofort anwerfen. Sofort anwerfen. Also hier muss ich eigentlich ein bisschen intensiver abfischen, Freunde. Ich glaube, hier gibt es genug Fische drin. Oh, das Wetter. Was ist los? Warum regnet es jetzt auf einmal ziemlich stark? Gar nicht gut. Gar nicht gut, weil wir haben uns nicht so angezogen, weil das Wetter heute ziemlich sonnig war, Freunde. Aber jetzt Wind und Regen. Huch. Naja, nicht schlimm. Ach. Viel zu nah ans Uferrand, aber vielleicht war es ja richtig so sogar. Ja, Freunde. Unglaublich. Unglaublich, unglaublich. Andreas, 50 cm entfernt vom Ufer. Unglaublich. 50 cm entfernt vom Ufer. Ich weiß es nicht, warum bei mir klappt, Andreas. Ich weiß es einfach nicht. Vielleicht habe ich jetzt die richtige Farbe einfach. Aber das ist ganz klein, aber ist ja egal. Fisch ist Fisch. Das ist ganz verrückt. Ganz komischer Wurf, ist mir gar nicht richtig gelungen. Und trotzdem hat mir dieser Wurf einen Fisch gebracht. Das ist so klasse, ich freue mich. Nicht so groß, aber Fisch ist Fisch. Na gut, Freunde, probieren wir es hier auch noch. Also ich habe jetzt aus jedem Weiher eine Forelle rausgeholt, aus jedem Weiher. Gerade eben aus dem Weiher, wo ich gesagt habe, das gibt's doch gar nicht, die beißen hier nicht. Und zum Schluss doch noch eine rausgeholt. So, jetzt gucken wir mal, was noch da alles steht. Und danach gehen wir einfach runter an den ganz großen Weiher und gucken, was an dem großen Weiher steht. Vielleicht gelingt es uns dort noch mit Andreas zwei, drei schöne Fische rauszuholen, bevor es richtig dunkel wird. Na? Weil wir müssen ja auch noch die Fische ausnehmen. Und ausnehmen dauert immer sehr, sehr lang, Freunde. Na? Man hat zwar hier alles Licht und Messer und alles. Das ist echt klasse. So, und jetzt gucken wir mal. Hier muss auf jeden Fall noch ein großer Fisch sein, den haben wir gesehen. Aber wo steht jetzt dieser große Fisch und was für Köder will er jetzt haben? Das müssen wir jetzt rausfinden. Probieren wir es mal mit Grün-Orange, Freunde. Vielleicht diese Farbe bringt uns jetzt den ersten Fisch. Andreas fischt mit Gelb-Orange. Und hat einen leichten Anfasser gehabt. Also der Fisch ist einfach nur reingelaufen, ganz vorsichtig. Ist aber nicht hängen geblieben. Das bedeutet, dass die Fische einfach zu vorsichtig sind. Oh, Freunde. Da habe ich gerade eben was gesehen an der Oberfläche. Aber ich glaube, ich schaffe es nicht so weit hinauszuwerfen. Ne? Mit 2,5 Gramm komme ich nicht so weit nach Hause.
Okay. Ja, ja, Freunde. Ja, 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 ja. Jawohl. Ich habe gerade auf grün-orange getauscht, zweiter Wurf. Grün-orange, so wie der Raindrop, auch grün-orange. Also die Farbe scheint heute die Fische anzusprechen. Richtig gut so. Der Fisch ist schon in der Nähe. Jawohl. Echt klasse, Freunde, oder? Gitarre drauf gemacht, zweiter Wurf, bam. Aber wieder grün-orange. Die Farbe hat mir heute schon 4 schöne Lachsforellen gebracht. Und der Andreas kämpft immer noch. Aber ich denke, bei ihm klappt es auch bald. So schnell geht die Zeit vorbei, Freunde. Ja, für 2 Stunden haben wir uns die Karte geholt. 1,5 Stunden sind wir da. 4 Stück habe ich schon rausgeholt. Aus jedem See eine Forelle. Wahnsinn, oder? Aber so langsam wird es dunkel und man sieht gar nichts mehr. Ja, also man sieht keinen Schwall an der Oberfläche. Forellen zeigen sich überhaupt nicht. Ja? Normalerweise stehen sie hier in diesem großen See, kurz unter der Wasseroberfläche. Aber irgendwie alles ruhig. Ja? Man sieht auch nichts, man hört auch nichts, also Plätschern oder sowas. Aber ich bin sehr zufrieden. Freunde, schaut mal, es ist schon richtig, richtig dunkel. Und dann haben wir mit Andreas gesagt, wir drehen noch eine Runde. Ja? Wow, ja, ja. Eine Runde und ich habe hier jetzt direkt den ersten... Oh, das ist ein schöner Fisch, Andreas. Ui, 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 ui. Das sind alles schöne Fische. Guck mal, wie die abgeht. Ja. Oh, ui, 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 ui. Die ist schon da. Die Fische ist schon da. Komm. Huhuhuhu. Yeah, yeah, yeah. Ich danke dir. Unglaublich. Hängt mir hier die Fische vor der Nase. Ich weiß nicht, wieso. Wie machst du das? Ich weiß nicht, wie ich das mache. Wahnsinn. Wahnsinn, Freunde. Sieht man mich noch, Andreas? Ja, sehr okay. Gut. Super. Also ich hoffe, du bist mir nicht böse, Andreas. Das ist schon mein 5. Sei einfach still. Einfach still sein. Ich weiß nicht, wie es bei mir geht, Freunde. Aber es klappt einfach bei mir. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Wir wollten eigentlich schon Schluss machen, weil es doch schon sehr, sehr spät ist. Wir haben zwar noch 1/2 Stunde Zeit, aber es ist einfach dunkel. Und Platzwechsel. Wir stehen nebeneinander, werfen aus. Ja, bei wem geht's so dran? Unglaublich sowas. Aber ja, Freunde, ich habe einfach nur Glück. Ja? Und Glück muss man ab und zu auch haben am Wasser. Und heute habe ich wirklich Glück. Tja, Freunde, was soll man sagen? Das ist, wie gesagt, unser letzter Tag hier in Dänemark. Der letzte Wurf ist gemacht. Heute haben wir 5 Stück rausgeholt. Wir waren hier an 4 Seen. Hier sind 4 Seen zusammen. Ja. Aus jedem See habe ich eine rausgeholt. Was will ich mehr? Im Großen und Ganzen war diese Reise, diese Angelreise sehr toll, oder Andreas? Absolut. Manchmal hat das Wetter nicht mitgespielt. Ja, aber das Wetter war schon okay. Es hätte schlimmer sein können. War aber ein Tag, hat es nur geregnet. Aber das ist egal, da haben wir sehr gut gefangen. Wir haben es probiert und war die richtige Entscheidung. Und ansonsten das Wetter, ja, für einen Put-and-Take-See hier war es okay. Und wir haben Winter. Ja. Und wir haben Winter, das ist ganz normal. Mitte November, für die Verhältnisse ist es eigentlich noch sehr, es ist zwar kalt, aber für die Verhältnisse immer noch gut warm. Auf uns wartet jetzt ein bisschen Arbeit, Freunde. Ich hoffe, dass ihr meinen Kanal abonniert und auch fleißig liked, denn es war schon manchmal anstrengend oder generell ein Video zusammen zu machen oder das Ganze, was hinten dran steht, ist schon... Ja, da steckt jede Menge Arbeit. Ich kann das jetzt so ein bisschen beurteilen, nachdem ich ihn jetzt eine Woche ertragen musste. Also er steckt jede Menge Arbeit da rein. Vor allem, ich stecke alle meine Energie rein. Ja? Ihr wisst ja, wie ich am Wasser bin, Freunde. Ja, ich bin jeden Abend fix und fertig, weil ich 100% immer am Wasser gebe und abends bin ich so fertig und dann muss man noch die Fische filetieren. Oh, ja.
gestern, Freunde, bis 1 Uhr Fische filetiert, bis 1 Uhr nachts. Der Andreas hat schon längst geschnarcht, ja. Und ich habe noch die Fische filetiert. Ja? Ich gebe es zu, ich war müde. Deswegen, was fängst du auch immer so viel Fische? Ja, heute hat es wieder gut geklappt. Ja. Ne? Also es ist bombastisch. Ne? In den 2 Stunden, wo wir da waren, es ist wirklich super. Und ich muss sagen, wir haben die Reste abgegrast. Ne? Also ja. Das, was noch drin war, habe ich rausgeholt. Hat nicht so ausgesehen, als ob frisch eingesetzt wäre. Mhm. Das ist ja hier in Dänemark so, da wird nicht jeden Tag eingesetzt, sondern die versuchen das zu überblicken, damit immer ein paar Fische drin sind. Also heute war es schwer und ich denke deswegen, weil auch keine Fische jetzt nach dem Wochenende reingekommen sind. Also ich denke, dass das noch die Reste vom Wochenende sind. Mhm. Und trotzdem haben meine Blinker es geschafft, ja, rauszuholen. In diesem Sinne, Freunde, macht's gut, Peter Hall. Und bis zum nächsten Mal. Tschüssi. Ciao, ciao.